zaubert nicht, wenn er getroffen wird. Also ruhig bei denen ran und gleich draufhauen. Au. Okay. Au. Au, au, au. Sie brauchen nur beide, bis sie... Können. Oh, vorbei. Okay, was passiert? Wir haben 386. Wir haben unsere Splitter behalten. Also unsere, ne? Fragmente Dinger. Oh, aber das ist die letzte Tür gewesen. Warte, wir haben jetzt hier irgendwo die Abkürzung. Mit der Leiter nach oben. Nee, das war nicht hier. Wo war das? Ich glaube. Nee. Na gut, guck. Hi. Kommt aus der Blume raus? Suchen eine Abkürzung. Da ist der. Oh, was ist hier eigentlich für eine Tür? Da muss man bestimmt irgendwelche Siegel oder so reintun. Muss ich noch was zu sagen? Da bist du ja wieder, Schnitter. Wie schreiten deine Abenteuer voran? Ich suche immer noch nach einer Lösung für mein eigenes Problem. Warum kann ich nicht sterben? Ich habe vor langer, langer Zeit einen guten Freund verloren und im Schein des Mondes begraben. Seit jener Nacht fühlt es sich an, als wäre ein Teil von mir verloren gegangen. Ich frage mich, ob ich jemals wieder vollständig mich fühlen werde. Ui. Lass mich raten, war das hier? Und da war der große Vogel drin. Ne? Paar Story-Fragmentchen bekommen wir doch zusammen. Gut, gut. Da hinten sind wieder die Pfeilpilze. Wir haben gerade volle Ladung, ist okay. Das kann jetzt nicht der Gipfel sein. Der Gipfel war unten. Hier geht es um gestrandeten Seemann. Wie? Auch erst von oben freischaltbar. Das ist ein gemeines Zeichen. Da geht's lang, aber du musst zuerst woanders lang, nicht dahin, wo ich zeige. Der Typ mit dem Schlüsselloch ist auch auf einem Poster in der Zentrale. Hier geht's um den Flock. Okay. Das ist der Weg, den wir eben gerade aufgegangen sind. Irgendwie erinnert mich die ganze Atmosphäre an eine Comic-Version von Dark Souls. Ja, so ein bisschen. Nicht ganz so düster und, ne? Makaber. Also auch gerade wegen dem Vogel und so. Aber ansonsten schon. Aber es fehlt halt sehr viel. Also die Tatsache, dass wir jetzt seit einer halben Stunde spielen. Gleich es gerade mal geschafft haben, eine Sache aufzustufen, also eine einzige Veränderung in unserem Charakter vorzunehmen. Das ist schon so ein bisschen. Nee. Ich bin ja eher so ein Fan von viel Ausrüstung, aufstufbarer Ausrüstung, ganz vielen Sonderfähigkeiten und. Da man immer so ein Gefühl hat, voranzukommen. Deswegen mochte ich Dark Souls 2 auch lieber, weil man da die Rüstung noch aufstufen konnte. Hier hoch.
Gibt es einen Skillbaum oder sowas? Ja, aber ich glaube, den kann man nur sehen. Waffen, glänzende Dinge. Ich glaube, den können wir nur sehen, wenn wir bei uns in der Basis sind und da was Neues kaufen. Also es scheint noch mehr Waffen zu geben später. Riesenseelen. Ist das schon released? Ich glaube. Ich guck mal kurz. Der ist da. Blub. Ja. Er ist released. Juli ist es gelauncht. Also vor knapp einer Woche. Sieht auf jeden Fall da im Spiel zum Abschalten aus. Ja. Also die Kämpfe sind schon ein bisschen tricky. Es könnte auch sein, dass es so ähnlich ist wie... Ach, hier schon wieder Mist. Wie bei Ori. Wo man ja auch denkt, boah, das sieht toll aus und knuffig und so. Ein bisschen kämpfen, ja, ist okay. Aber dann später ist das so ein Jump'n'Run hin und her gewuselt, dass man da echt nicht mehr daherkommt. Mit Doppeljump, Dash, ranhängen und so weiter. Na, hier ist neu. Okay, wir haben jetzt genug für ein Upgrade. Ich denke, wir müssen erstmal zu einer Tür zurück. Also wir können einfach sterben, man behält die anscheinend, aber... Nee, eine neue Tür sollte auch noch drin sein. Ich bin gerade schon da vorbeigelaufen. Ah, hier ist die Runterkickstelle. Fahrstuhl. So, und jetzt nicht sterben. Das ist der Plan. Nicht sterben. Vor allem wundert es mich gerade, uns wurde doch gesagt, wenn wir hier sterben sollten, ist vorbei. Aber wahrscheinlich, weil auch die anderen Wesen hier nicht sterben können, passiert uns auch nichts. Ich glaube, ich nehme gleich doch Schaden. Eigentlich hatte ich vorgehabt, irgendwas Flexibleres zu nehmen, also Schnelligkeit oder so. Aber mit einem Ticken mehr Schaden könnten wir die vielleicht mit einem Schlag weniger... Oh. Schlag weniger bekämpfen. Moment, aber bei der Blume waren wir schon. Flo. Ach, hier kommt jetzt der Geist, ne? Ja. Keine Pfeile mehr. Scheint auch random zu sein, was hier rauskommt. Nicht gut. Ey. Okay. Dort. So, dann gehen wir mal da rein. Und geben unsere Punkte jetzt aus. Chefboss.
So. Wenn du sie erhöhst, steigert das den Schaden, den du mit Nahkampfwaffen anrichtest, sowie deren Reichweite. Ja. Ja. Nächste Stufe kostet 600 Punkte. Schauen, wie viel das jetzt ausmacht. Und Narbenlaser. Mein gerade Narben zusammen. Endlich erwische ich wieder mal einen Stream. Ja, in den letzten Tagen war es bei mir recht holprig, was Streams angeht und auch die Let's Plays. Heuschnupfen ist doof bei mir. Aber so kommt zwischendurch mal ein bisschen was. Ich werde auch heute nicht mehr allzu lange machen. Ich wollte echt nur in das Spiel kurz reingucken, wo ich mal ein bisschen zeigen, wie das so ist. Und ich denke, die Grundlagen hat man jetzt schon ganz gut erkannt. Ja, eine Karte. Karte gibt's nicht. Das würde schon einfacher machen. Also ich glaube, ich muss jetzt diesen ganzen langen Weg nochmal gehen. Oder? Schauen wir kurz. Bei den ganzen Abzweigungen, die nachher noch freigeschaltet werden, kann es auch gut sein, dass ich jetzt schon fast wieder da bin. Ne, hier ist jetzt der komische Huttyp. Ja. Kannst du nicht zu der Leiterabkürzung gehen? Ich weiß nicht, wo die Leiterabkürzung ist. Das ist das Problem. Also ich weiß, irgendwo gab es dieses Runterkickfeld. Aber ich bin mir halt nicht sicher, wo es war. So, hier ist die große Dreierkreuzung. Oh, hier kann man rein, oder? Ah. Hast du den Zwilling... Hast du den Zwilling des Bauwerks entdeckt? Dort liegt ein Geheimnis für dich versteckt. Ich dachte, es wäre am Eingang links, aber es ist nur so halb geraten. Okay, dann sterbe ich mal. Irgendwie. Achso, ja, okay. Stimmt, ihr habt recht. Hier ist die Tür und da muss man nur hier hoch und da. Oh, gut, das ist gemerkt. Das kriege ich hin. Ich überspringe mal den Trash, was immer eine gute Idee ist. Schnell hoch, schnell hoch. So. Mist. Zu gierig. Er kommt nicht. Genau, er kann nicht rüberschießen, ich kann nicht rüberschießen. Powertag ist echt gut. Ich glaube, ich ziehe mich mal kurz zurück und... Oh, die Blume ist nicht mehr da. Die sollte man sich dann wohl auch bewahren.
Habe ich so wenig Kämpfe, das in sich haben. Also oben bei der Leiter geht's weiter. Unten bei der Leiter geht's weiter. Splatter. Das ist wieder eine Abkürzung. Und zwar vom Tor aus. Da unten ist die Tür, ne? Ja, genau. Also von der Tür aus rechts rum. Vogelhunter folgen. Hier rein, von da kommen wir. Bossfight. Mit einem HP. Ja, sehr gut. Sieht sehr ausgeglichen aus. Hüter der Tür. Wow, mal 40.000 Titan ist das. Ja. Einmal Ruf gestampft. Hier rum. Vogelhand folgen. Und durch. Ist egal welche. Noch eine neue Attacke. Also er stampft runter und dreht sich dann einfach im Halbkreis. Sag mal einmal hauen weg. Hauen weg. Also Stärkeupgrade soll sich hier schon mal bezahlt machen. Versucht die Rollattacke zu benutzen. Oh oh, was Neues. Was Neues ist nicht gut. Yo! Unpott. Das könnte unser Ende sein. Ich weiß nicht, ob ich den geknackt bekomme heute. Also, machen wir noch einen Try, dann sollte es als Zusammenfassung für das Spiel eigentlich ganz gut sein. Also bisher, es gefällt mir, es fehlen mir ein paar mehr Optionen. Aber wer diese Art von Spiel mag und es auch schwer mag, sollte hier gut dabei sein. Erstmal Fernangriffe verbrauchen. Dann ist die Rollattacke mit einem schweren Angriff. Schaden pro Schlag zu maximieren. Was kann er nehmen? Er hat schon Risse, ne? Doch, das ist okay so. Das mache ich ganz nah hin rangeht. Oh. Ach, der dampft auch noch, damit man nicht angreifen kann. Die Artillerie dazu. Ja, ist gleich kaputt. Ich
steht hier noch eine Ausrüstung. Das ging ja doch. Was mit denen hier auf sich hat, frage ich mich noch. Hier geht es zum Gipfel. Da will unser Charakter wohl die ganze Zeit hin. Und die können wir noch nicht aktivieren. Wo Gänge ist dahin? Überwucherte Ruinen. Ich glaube, die hatten wir auch schon mal gehört. Die überwucherten Ruinen. Kriegen wir eine neue Tür vielleicht? Das wäre echt praktisch. Klink. Was ist irgendwo da oben? Das hier. Ist nicht damit verbunden, oder? Also hier ist der nicht sterbende Steintafeltyp. Mal im Kopf behalten. Also rein vom Feeling ist jetzt Türzeit. Also Checkpointzeit. Kommen wir da auf? Ist das Teleporter? No, Schlüssel. Den wir nicht bekommen, weil... Hier lebt doch nichts mehr. Oh, wir sind jetzt hinter dem Ding. Da funkelt was. Du hast etwas Weihrauch gefunden. Dieses Zeug riecht aber stark. Ja. Ist das jetzt so ein Funkelding? Weihrauch. Dieser Weihrauch wurde in alten Ritualen verwendet, um den Toten den Übergang ins Jenseits zu erleichtern und um bei Einbalsamierung den Leichengeruch zu überdecken. Auf dem Etikett an der Seite steht Weihrauch der Buße. Maskiert perfekt den Geruch verwesener Leichen. Also es ist nicht irgendwie gerade noch, nicht irgendwie ein Upgrade für den Charakter selber, sondern es ist ein Schlüssel-Item quasi. Damit können wir irgendeinem NPC helfen oder dergleichen, denke ich. Eventuell den Schlüssel hauen. Immer diese gewalttätigen Lösungen. Oh ja, kann ich gleich mal probieren. Ne, ich glaube, wir brauchen hier einen Schlüssel, um den Schlüssel zu bekommen. Wo du eben sagtest, musst du im Kopf behalten, war auch ein Teleporter. Richtig, aber das war halt auf der anderen Seite, wo wir nicht rankommen. Das heißt, oder? Also hier ist der, wo wir hinwollen. Ah, ich muss ganz zurücklaufen. Nein, natürlich nicht. Da war eine Treppe. Ja, nee. Ich bewahre es im Hinterkopf, wenn wir sterben sollten. Und dann könnte man von da aus dann sich bei dem Bereich östlich von dem Plattentypen umschauen. Dass wir dann hier wieder hinkommen. Und da ist doch der große Rabe. Komm, gib mir Story. Hast du Türen kaputt? Oh, hallo Grünschnabel. Nennst du alle Typen, die du hinterrückst, niederprügelst, Grünschnabel? Das mit dem Schlag auf den Kopf tut mir leid, aber ich brauchte diese Seele. Weißt du, ich war auch mal ein Schnitter, genau wie du. Vor Jahren ist mir mein Auftragsziel durch die Lappen gegangen. Ich habe viele Monate gebraucht, um es an diesem Ort hier aufzuspüren. Als ich ankam, musste ich feststellen, dass es irgendwie durch diese Tür gegangen war. Unvorstellbar. Weißt du, wo wir sind, Grünschnabel? Nö. Die Tür des Todes. Ist ganz schön schmal und hoch. Hier findet alles Leben sein Ende. Ich dachte, es sei nur so eine Geschichte. Glockenturm. Dark Souls. Wie du weißt, werden alle Türen mit Seelenenergie betrieben. Vielleicht könnte mit einem wahrhaft gigantischen Aufwand Energie sogar diese hier gezwungen werden, sich zu öffnen.
Leider hat die Seele, die ich dir gestohlen habe, nicht ausgereicht. Ich fürchte, unsere Schicksale sind jetzt eng miteinander verflochten, Grünschnabel. Warum? Du willst durch die Tür, nicht wir? Achso, weil unser Ziel auch durch die Lappen gegangen ist, ne? Da deine Aufgabe nicht erfüllt wurde, ist dein Tod jetzt nämlich unvermeidbar. Ohne die Seele, die sich jenseits dieser Tür befindet, sitzt du in der Falle, genau wie ich. Aber vielleicht ist das ja das. Vielleicht ist uns ja das Glück doch noch hold. Dieses verfluchte Land ist den Schnittern verborgen und in gewisser Weise unberührt von den Gesetzen der Natur. Die Kreaturen, die dort leben, können weitaus älter werden, als ihre Lebensspanne eigentlich vorsieht. Dabei werden sie immer größer und mächtiger. So wie du. Du warst ja auch mal so ein kleiner Vogel. Ich weiß von drei solchen Wesen auf diesen Inseln, deren kombinierte Seelenenergie uns die Kraft verleihen könnte, die Tür aufzubrechen. Das sind die drei Riesenseelen, die wir auch im Inventar gesehen haben. Im Norden lebt eine alte Hexe, die besessen ist von dem Gedanken, den Fängen des Todes zu entrinnen. Tja, das haben die hier alles geschafft. Jenseits der Wälder im Osten wohnt ein selbsternannter König, der die über die Ruinen einer überfluteten Kathedrale herrscht. Erst der Glockenturm, jetzt noch überflutete Kathedrale. Okay, es ist Dark Souls, ja. Ja, ja. Und auf dem Berg im Westen gibt es ein steinaltes Untier, primitiv und bösartig, das weder Wunsch noch Sehnsucht kennt. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich damit hineingezogen habe, Grünschnabel. Doch durch mein fortgeschrittenes Alter ist mein Körper ermattet. Du entscheidest jetzt über deinen Weg. Du kannst dich in die Wildnis begeben und diese Riesenseelen ernten. Oder du tust gar nichts und erleidest dasselbe Schicksal wie der alte Idiot, der hier vor dir steht. Und wir treten einfach die Tür. Wir können uns nicht in den Tod stürzen, okay. Und die Tür schwebt auch noch. Ja, okay. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall scheinbar zumindest mehr Bewegungs... Bewegungsfreiheit und können uns jetzt einen von drei Wegen aussuchen zu den verschiedenen Riesenseelen, die dann bekommen und dann geht es da weiter zu entweder einem neuen Gebiet oder schon im Endboss, das weiß ich nicht. Wenn ihr das rausfinden wollt, müsst ihr selber spielen. Ich mache für heute Abend erstmal Schluss. Ich hoffe, euch hat der Einblick gefallen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis die Tage. Bye, bye.